Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 21. Wir sind in der Team Affinity Serie weiter unterwegs, treten an gegen Tampa Bay, gegen die Buccaneers. Eine 3-Sterne-Herausforderung, wir sollen einen Sack erzielen. Wir kriegen einen Bonus, wenn wir im zweiten Quarter keinen Touchdown zulassen. Dann schauen wir uns das mal an. So, die Buccaneers rund um Tom Brady und Rob Gronkowski haben den Ball an der eigenen 25-Yard-Linie. Sie führen mit 24-10. Heißt 14 Punkte Führung, die müssen nicht unbedingt werfen. Das macht es mit dem Sack schwierig. 3 Minuten zu spielen im zweiten Quarter. Und dann werde ich mal versuchen. Wir versuchen erstmal Tom Brady mit Blitzen unter Druck zu setzen. 1. und 10. Wow, Incomplete Pass. Viel Glück. Sehen, wie schnell Brady da den Ball losgeworden ist. Das war schon sehr, sehr gut. Wir gehen direkt mal in eine Man-to-Man-Defense, um zu schauen, wie Brady darauf reagiert. Oh, das war nicht gut verteidigt. Shinobi Awuzie sah da nicht gut aus. Erster und 10 an der 49-Yard-Linie. Lauf der Buccaneers. Logan an die 46. Coach McCarthy mit einer Ansprache. Und wir sind schon beim Two-Minute-Warning. Also wichtig ist ja erstmal in der zweiten Halbzeit hier keinen, oder in der zweiten Quarter, keinen Sack zuzulassen. Keinen Sack, keinen Touchdown zuzulassen. Das wird, glaube ich, schwer genug. Denn, oh, da ist der Sack. Ja, wunderbar. Da sage ich, es wird schwer genug. Und da kommt die Marcus Lawrence ungeblockt durch zu Brady. Macht den Sack. Und das müsste es schon gewesen sein. 1, 2, 3, Stern Nummer 4. Maximum Stars erreicht. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.